Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu Gran Turismo 7. Heute geht es ab in das neue Abenteuer von Polyphony Digital. Rein geht es in das neueste Spiel, und nachdem Gran Turismo 6 zuletzt 2013 erschien, ist es nun fast 9 Jahre her, seit wir ein neues Gran Turismo bekommen haben. Zumindest von der Hauptserie, denn Gran Turismo Sport gab es ja auch. Und hier begrüßt uns Sarah, die uns hier so ein bisschen durch das Abenteuer durchgeleiten wird und uns so ein wenig einführen wird in das ganze Geschehen. Ich nehme mir nochmal einen Controller zur Hand, damit ich hier auch ein wenig das Ganze skippen kann. Nein, ich hab jetzt aus Versehen angeklickt, dass ich noch nicht in Gran Turismo war. Na gut, also macht anscheinend keinen großen Unterschied, oder? Ja, okay, gut, also kam jetzt nicht irgendwie, hey, guck mal, es ist ein Rennspiel, hier gibst du Gas, hier bremst du und so weiter und so fort. Gehen wir zum Gebrauchtwagenmarkt. Und es gab bereits einen kleinen Cut, damit ich auch die Musik ausschalte. Ich werde meine eigene Musik hier einspielen. Und wir begrüßen Andy, der uns hier beim Gebrauchtwagenmarkt einführt. Ja, 3 Autos können wir uns aktuell leisten von den ganzen, die es hier so gibt. Und ich sehe auch schon den ein oder anderen Baro zum Beispiel, der eigentlich ganz geil ist. Und da oben unten haben wir noch einen gelben Evo. Das ist ja auch so ein bisschen ein Meme-Auto geworden ist in der Gran Turismo-Szene. Ja, ich bin super lange schon bei Gran Turismo dabei. Gran Turismo 1 war so eines der ersten Spiele, was ich je gespielt habe, mit den ersten Formel 1 Games, und ja, im Prinzip, gut, habe ich 1997 wahrscheinlich weniger gespielt, als mehr einen Controller einfach nur in der Hand gehalten, weil ich halt einfach ein kleiner 3-jähriger Junge war damals noch. Und nichtsdestotrotz, Gran Turismo hat für mich immer einen besonderen Stellenwert gehabt. So, gehen wir mal kurz nochmal runter, was gibt's hier noch alles? Oh, Porsche GT3, die 997-Generation, ganz nett, die 996 fand ich sogar noch ein bisschen besser von Porsche. Lamborghini Murcielago LP640, Diablo GT, ja, und wo vielen wahrscheinlich der Mund wässrig wird, wir haben auch hier ein Skyline. 400.000 Credits, der Countach kostet 700.000. Ja, ich habe mal eine Kameraposition angenommen, die später ein bisschen angenehmer sein wird, wenn wir dann im Spiel sind. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ja komm, gehen wir in den Mazda Demio. Nehmen wir das günstigste Auto, nehmen wir das schwächste Auto. Wir wollen ja auch eine Challenge haben, ne? Ich werde in dem gesamten Let's Play hier auch ein bisschen cutten. Ich werde auch ein bisschen hier und da extra Editing noch einbauen, wenn es halt eben auch darum geht, dass ich vielleicht ein bisschen rumfaile. Das kann durchaus sehr, sehr gerne passieren und ist in letzter Zeit auch schon immer wieder mal passiert. Und mein Bild ist gerade weg. Was auch immer das war, jetzt geht's auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Ich werde auf jeden Fall das ein oder andere mal failen. Apropos failen, hat die Technik sich jetzt auch einfach mal gedacht. Mache ich jetzt auch mal. An für sich werde ich aber einfach mal, denke ich mal, die Videos ein bisschen kompakter gestalten. Und es wird hier ja super, super viel erzählt im Spiel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr kurz pausieren, könnt euch das Ganze durchlesen. Aber ich glaube, ich werde da ein bisschen mal einen zackigeren Ton anlegen. So, Garage ist jetzt offen. Ich bin auch schon so ein paar Stündchen auf einem anderen Account im Spiel unterwegs gewesen. Und ja, was ich hier gerade verdecke, ist zum Beispiel Ölstand oder auch Motorzustand. Und das ist alles noch normal bei dem Auto. Ist auf jeden Fall gut bei einem Gebrauchten, dass da alles noch entspannt ist und in trockenen Tüchern ist. Wir haben hier die Autosammlung. Dort sehen wir rechts oben am Rand auch, wie viele Autos es insgesamt gibt, wie viele wir davon besitzen. Wir besitzen 424, ist noch nicht so viel. Und wir können auch so ein bisschen erkennen, das ist zum Beispiel der Audi Quattro. Da haben wir den Mercedes CLK GTR anhand der... Ist das der SLR? Weiß ich gerade nicht. Anhand der Umrisse können wir auch so ein bisschen erkennen, welches Auto wo eben steht und was da noch alles fehlt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein ins erste Rennen, oder? Ach nee, zunächst müssen wir jetzt das Café besuchen. Tatsache. Ja, in der ersten Folge werde ich allerdings ein bisschen weniger schneiden, weil es gibt super, super viel zu erzählen. Im Endeffekt ist halt eben sehr, sehr viel in diesem Spiel dann auch neu oder präsentiert sich, entfaltet sich nach und nach. Und ich denke, dass es mal ganz smart wäre, dass wir hier halt eben gemeinsam einsteigen und vielleicht auch nicht so super viel jetzt mal zerklüften am Anfang. Ja, Luca, der wird uns hier so ein paar Quests geben, denn das Café, da könnt ihr euch die ersten 2, 3 Spielstunden zumindest komplett drauf verlassen, das leitet euch im Prinzip so ein bisschen durch das Spiel durch. Also, das gibt euch die ganze Progression durch für den Story-Pfad, sage ich mal. Und das erste Menübuch sind japanische Kleinwagen. Toyota Aqua S, Honda Fit Hybrid und den Mazda Demio, den haben wir schon. Und wir starten direkt rein. So. Ja,
Also, die Autos müssen wir beschaffen und das müssen wir machen, indem wir Rennen gewinnen. Übrigens, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen reingespielt. Meine Review, meine erste Review, ich werde quasi so ein bisschen ein Review-Tagebuch draus machen, ist schon hochgeladen. Da sehr, sehr gerne das gestrige Video auschecken. Dort durfte man dann schon Reviews hochladen. Ebenso habe ich die PS4-Version getestet auf der PS4 Pro. Mittlerweile habe ich auch auf der Gran Turismo Sport PS4 Slim die normale PS4-Version mal kurz angespielt und kann sagen, auf der PS4 ist es ordentlich. Also klar, es ist den Umständen entsprechend nicht PS5-würdiges Gran Turismo 7 dann. Klar, es ist auf jeden Fall was anderes, aber nichtsdestotrotz, es ist ordentlich. So, und jetzt sind wir bei den Weltstrecken und dort können wir in der Tat dann erste Rennen fahren. Und der Präsentationsraum, wo später, ja, Screenshots, Designs und so weiter und so fort hochgeladen werden. Was das angeht, bin ich aber ein bisschen ungeduldig. Also auch irgendwie schöne Fotos schießen oder so. Ich bin da immer sehr, sehr hibbelig. Ich habe mir den Mazda Demio genommen, weil wir damit auch das, ich sag mal, uninteressanteste Startrennen, einfach nur das Oval, was ihr hier unter mir seht, skippen können am Anfang und direkt nach Europa und nach Asien gehen können. In Europa, in Lago Maggiore, können wir hier den Honda Fit uns erspielen und das machen wir jetzt auch. So, gehen wir rein. Wir haben auch da eine Leistungspunktempfehlung gerade gesehen. Wahrscheinlich sind es 380, die uns hier empfohlen werden. Übrigens, ich bin mit dem Gran Turismo DD Wheel unterwegs an... Also der Aufsatz und das ist an dem PlayStation DD, an dem großen Direct Drive Wheel von Fanatec verbunden. Findet ihr in der Beschreibung. Ja, aber jetzt starten wir erstmal hier rein. Also gut, das Gran Turismo DD nicht. Das habe ich glaube ich nicht verlinkt, aber da müsst ihr im Prinzip nur zwei Klicks weiter. Wir fahren hier außer mit schwachem ABS auch sonst mit keinen Fahrhilfen. Es wird allerdings irgendwann wichtig, auch tatsächlich die Traktionskontrolle zuzuschalten, denn das ist in der Tat ein Faktor, der deutlich mehr Gewicht hat, würde ich sagen, als noch in Gran Turismo Sport. Du musst deutlich feiner das Gas justieren. Ansonsten ist natürlich eine super krasse Vielzahl noch an Features jetzt dazugekommen. Also optisches Tuning werden wir auch nochmal demnächst sehen. Wir werden das Leistungstuning sehen und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann lasst sehr, sehr gerne auch hier ein Abo da. Aber auch nicht nur hier, sondern gerne auch auf Twitch auschecken. Dort werde ich nämlich auch das Spiel streamen. Das Ding ist, viele Leute mögen es ja nicht, wenn quasi die Sachen 1:1 von Twitch auf YouTube hochgeladen werden. Ich werde zwei Playthroughs machen. Einen auf Twitch und einen auf YouTube und beide sind separat voneinander. Heißt, ich produziere hier die Videos wirklich auch konkret für YouTube und im Livestream könnt ihr dann auch entsprechend dann dazukommen, eure Fragen stellen oder wenn ihr ein bisschen mehr cooles Gran Turismo Gameplay sehen wollt und so weiter und so fort, sehr, sehr gerne da reinschauen. Werde ich wahrscheinlich auch heute schon direkt einen Stream starten. Hier gibt es dann jetzt die ersten Tage auch mehrere Videos pro Tag zu Gran Turismo 7 und da werde ich auch schön mal reinschnuppern in die verschiedenen Modi. Und heute, keine Ahnung, plane ich vielleicht drei Videos oder so. Werden wir alles mal sehen, ne? Also, natürlich muss das alles auch noch geschnitten, vorbereitet und hochgeladen werden. Und je nachdem, wie viel ich schaffe, so viel mache ich dann halt auch. Aber gerne hier ein Abo dalassen und auch gerne auf Twitch, weil, ja, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und auf Twitch, wenn ihr da irgendwelche offenen Fragen habt, könnt ihr auch immer fragen. Das ist, glaube ich, der beste Weg, um mich zu erreichen. So, und unser Mazda Demio hat hier genügt, performance-technisch, um auf dieser wunderschönen Rennstrecke einen ordentlichen Sieg zu erlangen. Am Ende nochmal schön das Gewicht hin und her werfen. Ja, der kleine Mazda. Ordentlich aufschaukeln kann er sich aber auch. So, erstes Rennen, sauberes Rennen auch noch direkt. Bam. Sunday Cup auf Gold abgeschlossen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So. Und damit haben wir den Honda Fit Hybrid. Und eine Sache finde ich sehr cool. Wir werden jetzt auch schon direkt zum nächsten Rennen springen. Der Honda kann von uns auch direkt ausgewählt werden vor dem nächsten Rennen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe eine lange Gran Turismo-Historie, schon mit Gran Turismo 1 eingestiegen und so weiter und so fort.
Bei Teil 5 und 6 habe ich so ein bisschen einen blinden Fleck. Also da habe ich nicht so super viel reingespielt. Deswegen, vielleicht gab es das Feature dort. Aber zum Beispiel bei meinem Lieblings-Gran Turismo, Gran Turismo 3, da gab es das noch nicht, dass du hier direkt das Fahrzeug wechseln musstest. Da musstest du nochmal in die Garage und dann das Auto wechseln und sonst was. Und hier sind auch 380 Leistungspunkte empfohlen. Und hier ist es halt tatsächlich ein bisschen angenehmer. Das ist halt eine kleine Komfortoption, finde ich gut. Und du musst am Anfang, das ist auch ganz nett, nur in die Top 3 kommen, damit du überhaupt großen Progress machst und die Autos gewinnst. Ist übrigens auch eine nette Methode, dass da der Progress ein bisschen beschleunigt wird, weil du dann nicht langsam, aber sicher deine paar hundert Credits an Gewinnen einfährst und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Aber am Anfang, da möchte ich auch nicht drüber wegtäuschen, ist die Progression in der Tat ein bisschen schleppend. Das definitiv, das habe ich auch in meiner Review angesprochen. Und jetzt werde ich auch mal so ein bisschen diese bewertenden Sachen auch mal außen vor lassen. Und das, was ich in der Review angesprochen habe, wird jetzt mal nicht so konkret Thema werden. Übrigens, wir haben hier ein Hybridauto mit dem Honda Fit. Und das erkennen wir unter anderem auch daran, dass über der Kilometeranzeige unter dem Sprit auch die Batterie dargestellt ist. Mit einem Pfeil nach unten jetzt, heißt, wir rufen jetzt Leistung von der Batterie ab. Der Weg nach oben, ja, also Steilkurve, wenn man ein bisschen da nach rechts fährt, ist durchaus ein Weg nach oben. Nee, keine Ahnung, was die Trophäe aussagt. Ja, und wenn die leer ist, die Batterie, ja gut, dann ist ein bisschen zu langes Rennen anscheinend gewesen. Dann verlierst du halt eben Leistung am Ende oder kannst nicht alles abrufen. Da ist natürlich ein bisschen belastend dann, aber mit diesen Autos wird man jetzt auch keine 24-Stunden-Rennen fahren. Hoffentlich. Ich traue Gran Turismo alles zu. Am Ende schmeißen sie dich wirklich in so ein 8-Stunden-Rennen rein mit so einem Kleinwagen hier oder sowas. So, sauberes Ding. Schöne Sache. Ja, heute Abend, wie gesagt, wird es dann auch schon in die Livestreams gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig, richtig Bock. Ich meine, man merkt's, ne? Zwei Playthroughs parallel zu Gran Turismo machen ist halt schon nicht so super, super wenig. Aber ich will da voll einsteigen. Also da habe ich halt richtig, richtig Bock drauf. Und jetzt haben wir auch den Toyota Aqua gewonnen. Das ist so ein bisschen mein Unliebster von den Starterwagen, denn der hat im Prinzip keine Gänge. Ja, das heißt, du hast im Prinzip durchgehend einen Gang und das Auto dreht einfach nur ein bisschen die Drehzahl hoch und das war's. So, und da kommt irgendwie wenig Emotion rüber, wie ich finde, ehrlich gesagt. Aber wo ich auch mal über die alten Gran Turismo gesprochen habe, zum einen gab es in Gran Turismo Sport die Streckenerfahrung, die könnt ihr auch hier erfahren. Und da sind die Strecken in verschiedene Sektoren unterteilt, in dem Fall sind es zwei Sektoren. Hier haben wir ein Gruppe 4 Auto und wenn ihr wirklich mal ein bisschen Abwechslung wollt und wenn ihr sagt, ey, das geht mir vielleicht ein bisschen zu schleppend am Anfang, ich möchte ein bisschen flotter unterwegs sein, dann könnt ihr hier zum Beispiel Sektor 1 wählen, könnt mit dem, hat der Allradantrieb? Ja, der wird Allrad betrieben, sehr schön. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel hier in den Mazda und könnt sagen, so, ich möchte die Strecke hier meistern. Okay, Apex komplett verpasst. Nicht unbedingt Gold, schade, aber ist auch okay. Ich möchte hier eigentlich am Lenkrad nicht diesen Knubbel betätigen, weil der relativ lautstark ist. So, bremsen wir nochmal hier an. So, deutlich früher aufs Gas gehen können. Ja, da sehen wir auch schon das andere. Nein! Oh Gott, Alter! Ja, wo ich das jetzt sehe, kann ich auch direkt schon mal auf die Lizenzen eingehen. Hier gibt es auch wieder Lizenzen. 5 verschiedene Anzahl, von B-Lizenz bis hin zur S-Lizenz. Und ich werde alle Lizenzen auf Gold einfahren. Das ist eine gesetzte Sache. Komm, machen wir die Streckenerfahrung direkt auf Gold, oder? Gehen wir rein. Das ist eine gesetzte Sache. Das habe ich jetzt auch in einem Format für die anderen Gran Turismo-Spiele umgesetzt. Cool finde ich übrigens, dass hier Ladezeiten auch wieder gespart werden, weil du direkt quasi in diesem Menü bleibst. Sehr, sehr coole Sache. Alles auf Gold nennt sich dieses Format. Da ist der Plan, alle Lizenzen in der gesamten Gran Turismo-Reihe auf Gold zu kriegen. Da bin ich jetzt aktuell bei Gran Turismo 2. Das wird auch nach dem Release von Gran Turismo 7 jetzt weiterlaufen. Jetzt ist ja eh die Release-Phase. Da möchte ich jetzt erstmal ein bisschen mich auf Gran Turismo 7-Content konzentrieren. Aber
Ich würde jedem empfehlen, ich werde euch mal die Playlist in die Beschreibung packen, da mal reinzuschnuppern. Die Leute, die früher Gran Turismo gespielt haben, die werden sich denken, oh geil, ey. Und ihr werdet ein bisschen nostalgische Gefühle bekommen, ihr werdet ein paar wohlige Erinnerungen hoffentlich wecken können. Und für die Leute, die früher noch nicht mit Gran Turismo zu tun hatten, die werden mal einen Eindruck davon bekommen, wie Gran Turismo früher so war. Also sehr, sehr gerne auch da mal ins Format reinschauen. Wir werden, glaube ich, auch heute unsere erste Lizenz dann einfahren, etwas später. So. Oh Gott, das war sehr schlecht gebremst. Das war sehr schlecht gebremst. Versuchen Sie es erneut. Jo. So, wie orientiere ich mich jetzt zum Beispiel bei dieser Strecke, die ich sehr selten in Gran Turismo Sport gefahren bin? Daran, wo ich zum Beispiel bremsen muss oder sonst was. Einfach irgendwas in der Spielwelt suchen. Zum Beispiel das 100-Meter-Schild hat mir gerade geholfen und vielleicht war das ein bisschen zu früh. Wer weiß, wir werden sehen. Aber Auto lenkt super gut ein. Hier habe ich vorhin noch ein bisschen geliftet, als wir den zweiten Streckenabschnitt getestet haben. Und das ist Gold. Sauber. Ja, und das sind so ein paar kleine Snacks, die könnt ihr euch hier eben auch nochmal gönnen. Und alter Falter, richtig viel Kohle abkassieren. Was geht ab? Ich habe über 15.000, 42.000 Credits haben wir geholt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wow. Wow, das ist echt krass. So, gehen wir zurück ins Café. So, jetzt, sorry, liebes Café. Sorry, Luca heißt der, glaube ich. Sorry, Luca. Ich hatte noch einen kleinen Abstecher gemacht. So, und dann haben wir die Sammlung der japanischen Kleinwagen abgeschlossen. Ah ja, Luca heißt er tatsächlich. So, ich skippe das, wie gesagt, einfach so ein bisschen durch. Wer das unbedingt lesen möchte, kann da auch gerne pausieren. Und wir kriegen ein Roulette-Ticket. Gehen wir gleich drauf ein. Wir gehen aber erstmal ins Lizenzcenter, würde ich sagen, oder? Ja, und eine Sache, die ich cool finde, zum einen die gesamte Aufmachung. Ich bin eh ein großer Fan von Gran Turismo. Sehr pompöser, sehr schicker, eleganter Aufmachung. Und ich finde es auch schön, dass so ein paar unbekanntere Autos auch so ein bisschen einem nahegebracht werden. Was ich zum Beispiel mittlerweile verinnerlicht habe, ist, dass der Honda Fit ein Auto ist, was jetzt mittlerweile in der dritten Generation ist. Also der hier. Und als der rauskam, wurden, glaube ich, schon über 2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das hat mir... Und das ist halt auch geil bei dem Game, dass es halt so viele Infos gibt. Das hat mir die Werte Stella hier erzählt. Und die lernen wir jetzt auch mal kennen und können da uns ein bisschen unterhalten. So, bam, einer der berühmtesten Kleinwagen und es wurden über 2 Millionen verkauft. Ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Zahl, ne? 2 Millionen Autos von einem einzigen Modell. Wobei, wenn man bedenkt, boah, allein in Deutschland, wie schaut es da eigentlich aus? Haben wir pro Kopf eigentlich mehr als ein Auto? Oder ist es noch nicht ganz so extrem? So, gehen wir ins Lizenzcenter. Da müssen wir die erste Prüfung absolvieren. Und, ja, schauen wir mal, wie es läuft. Es fängt auf jeden Fall ein bisschen harmlos an. Die B-Lizenz ist noch relativ entspannt. Du wirst an die Hand geführt, Das ist noch relativ gechillt. Ich glaube, wir werden auch heute nochmal die B-Lizenz uns genauer anschauen. Und da bekommt ihr vielleicht auch so einen kleinen Eindruck von alles auf Gold. Ja, weil nicht jede Lizenz ist super easy. So, gehen wir aber erstmal kurz in die Garage. Wir schauen uns mal... Gut, in der Autosammlung, wir wissen ja, welche drei Autos wir besitzen. Übrigens, mit R1 könnt ihr hier die Perspektiven noch durchschalten. Wir gehen allerdings zu den Geschenken und da haben wir ein Roulette-Ticket. Und jetzt könnte der ein oder andere sagen, oh, das ist jetzt wie in Forza Horizon 5 aufgebaut. Und ich habe auch anfangs gedacht, passt das für mich zu Gran Turismo oder nicht? Ich muss allerdings sagen, dass ich da jetzt nicht allzu enerviert war von diesem Feature. Wir haben jetzt nämlich den größten Geldstapel bekommen und gut, das ist jetzt ein Stufe 1 Roulette. Es gibt auch Stufe 2, wahrscheinlich auch Stufe 3 oder so. Aber wir haben jetzt 10.000 Credits bekommen. Das ist jetzt nicht so eine Diskrepanz wie in Forza Horizon 5, wo du 2.000 oder 1 Million in einem Wheelspin bekommen kannst. Oder sogar halt noch krassere Sachen. Ja, da kannst du sogar Autos bekommen und wenn du die schon hast, dann kriegst du 15 Millionen gut geschrieben oder so, weil du die direkt verkaufen kannst. Das ist hier natürlich wieder ein ganz anderes Ding. 10.000 ist zum Beispiel der größte Geldbetrag. Der kleinste Geldbetrag ist 2.000 Credits. Ist halt relativ entspannt gehalten.
Ob es trotzdem hier reingehört, kann man gerne dennoch diskutieren. Aber es gab es ja so in der ähnlichen Form ja auch schon in Gran Turismo Sport, dass man da zufällige Autos bekommen hat. Und eigentlich gab es das auch schon, wenn ich recht überlege, schon in Gran Turismo 3. In Gran Turismo 3 gab es das auch. Ja, also da konntest du am Ende jeder Meisterschaft immer eines von vier Autos gewinnen. Und ich habe letztes Jahr, 2021, noch ein Gran Turismo 3 Playthrough komplett auf Twitch gestreamt. Und ich weiß noch, dass ich beim Formel-Auto, also ich bin super viele Ausdauerrennen gefahren, und ich habe das Formel-Auto ums Verrecken nicht bekommen. Es hat ewig gedauert. Ich bin mehrfach dann Daytona gefahren, die 150 Meilen oder Kilometer, und dann habe ich es irgendwann bekommen. Boah, das hat auch gepasst, sehr schön. Eieiei, 20404. Oh, nice. Kann man mal machen. Gehen wir weiter. Daniel Sully ist übrigens Gran Turismo E-Sport-Fahrer. Finde ich cool. Ich glaube, er ist aus Nordamerika. Finde ich schön, dass halt von allen Bereichen auch mal die Leute dann so ein bisschen ins Spiel eingearbeitet sind, eingebettet sind. Es wird auch andere E-Sport-Fahrer noch geben. Und insbesondere den E-Sport-Fahrern gegenüber ist es halt immer noch eine besondere Wertschätzung, wenn man sagt, ey, ihr seid jetzt in dem Spiel drin. Und finde ich einfach schön. So, by the way, die Musik, habe ich vielleicht am Anfang schon erwähnt, ist vom Spiel gemutet. Ich werde euch allerdings von den älteren Gran Turismo-Spielen Musik einfügen, weil es auch ein paar Lieder gibt, und es gibt leider keinen Streamer-Modus, die Copyright-Protected sind. Und das Ding ist, teilweise wird dann die Monetarisierung entzogen. Da denke ich mir, ah ja, passt schon. Aber teilweise ist es halt dann auch so, dass die Videos für gewisse Gebiete gesperrt werden, und da Deutschland auch ein Gebiet ist, wo sowas passieren kann, bin ich ein bisschen vorsichtig. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich da nochmal auf das Menübuch klicke? Ach, okay, die Information kann ich nochmal komplett neu abrufen. Ja gut, dann skippen wir das Ganze natürlich. Ja, ich dachte, dass das Bild jetzt nochmal in groß einfach angezeigt wird. So, aber als nächstes hätten wir das Menübuch. Europäische Kleinwagenklassiker. Erwerben Sie alle drei Fahrzeuge, Fiat 500, Mini Cooper S und den VW Käfer haben wir. Drei Fahrzeuge und, wait. Belohnung? Roulette-Ticket, streckenfrei geschaltet, Highspeed-Ring. Haben wir den Highspeed-Ring jetzt schon dann? Muss ich gleich mal gucken. Werden wir dann später sehen. Denn an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch bestens gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann geht's weiter mit Gran Turismo 7. Es sind am Anfang auch schon einige Videos geplant. 3 bis 4 Videos vielleicht auch schon jetzt in der Release-Phase pro Tag. Ich werde mal gucken, wie genau das ausschaut, weil wie gesagt, die Videos müssen ja auch nochmal geschnitten werden. Und ich möchte mir da auch lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Mühe geben. Aber ich denke, dass ihr da mit mindestens 2 Videos jetzt bis zum Wochenende pro Tag dann halt rechnen könnt. Vielleicht halt mit 3 Videos. Sogar. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ne? Seid gerne später beim Livestream dabei, gerne bei der nächsten Folge dabei sein und bis demnächst. Tschüss.